Heute am 8. Quarantänetag machen wir, Achtung, nicht erschrecken, Mathematik. Und ich habe da mal was vorbereitet. Das ist eine handelsübliche Packung Klopapier. Wie ihr sehen könnt, sind das 8 Rollen à 200 Blatt. Und damit wir sicher sein können, dass sie hier keinen Quatsch erzählen, habe ich die kompletten Blätter von einer Rolle abgerissen. Und gezählt. Das sind tatsächlich 200 Blätter. Mal 8 Rollen gibt 1600 Blätter. So, wir gehen jetzt also aufs Klo. Und wenn wir mit einem richtig, richtig sauberen Hintern wieder rauskommen wollen, brauchen wir gut gerechnet 20 Blätter. Also für einmal, darf ich Scheißen sagen? Nein. Kacken? Machen. Geht Kacke machen? Groß machen. Sehr groß machen. Wurstfabrik. Spulen, wie blöd ist das denn? Lebkuchenhaus. Du sagst doch auch immer Schloss bauen. Oh doch. Boah, ich hab's! Rohrpost! Haufen machen geht aber, oder? Also, ich sag jetzt einfach kacken und zurück zur Mathe. Bei 8 Rollen ist das 80 Mal kacken. 4 Personen zum Beispiel in einem Haushalt. Und jeder darf einmal am Tag kacken, dann reicht so eine Packung 20 Tage. Diese Packung reicht also für 3 Wochen für 4 Personen. Wenn du jetzt aber alleine lebst und 3 Packungen hamsterst, dann musst du 3 Wochen 11 Mal am Tag kacken. Aber dann ist Corona dein geringstes Problem. Wenn ihr also Klopapier übrig habt, gebt was ab an diejenigen, die keins mehr im Laden bekommen. Mathestunde Ende. Wir sehen uns bei Quarantänetag Nummer 9, wenn ihr wollt. Tschüss!